meine Lieben, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Ja, wie ich im Vlog davor, Tag davor gesagt habe, genau, wollte ich ein neues Video starten. Und ich bin einfach nur mit einem T-Shirt und mit den Leggings. Ich bin einfach total sportlich, relaxed. Hauskleidung an. Ich genieße den freien Tag noch. Ja, und ja, deswegen, falls dir das Video gefällt, so ein bisschen plaudern mit Xenia und kochen, dann ja, bleibt bis zum Ende dran. Ich mache hier wieder mal einen Mini-Buntmaker, den ich letztes Jahr von meiner Mama geschenkt bekommen habe. Haben wir echt lange nicht gemacht und ich mache jetzt Teig. Ich mache zwei verschiedene, pass auf meine Füße auf. Einmal mache ich mit Kürbis, mische ich an. Und einmal mache ich einfach nur ja, die Blublu, Schatz. Genau, ja, wurde ich unterbrochen von Anna. Ja, und einmal mische ich ganz einfach einen Teig ohne nichts. Die sind dann einfach fluffig und sowas. Ja, genau. Ja? Und danach auch so Haare waschen und solche Sachen halt am Tag machen. Ich muss aufräumen, durchläufen und so Sachen. Ne? Meine Haare, habe ich gemerkt, sind sowas von lang geworden. Wahnsinn. Gut gewachsen, finde ich. Ja, und wie auch gestern und heute bleibe ich ohne Schminke. Ich genieße den Tag einfach. Es regnet bei uns. Ja, so wie es aussieht, glaube ich, ganzen Tag, hat mein Mann gesagt. Steht hier auf dem Stuhl, auf ihrem kleinen Kinderstuhl und auf Fingerspitzen. Ne? So. Gut, wir starten. Ich mixe den Teig an und wir starten los. Ja. So, ich habe hier Buttermilch. Ne? Also, was heißt Buttermilch? Joghurtmilch. Ich sehe, er kann das mal lesen. Joghurtmilch. Zwei Stück und einmal eine Dose wende ich fürs normale Teig und andere für den Kürbis. Das könnt ihr verschieden machen. Ihr könnt das mit Eier machen, ihr könnt das ohne Eier machen. Da gibt es auch, da gibt es auch kein speziellen Rezept. Es tut mir wirklich so leid. Ganz viele Rezepte gibt es speziell für diesen Mini-Buntmaker. Gibt es auch im Internet, YouTube und Pinterest und überall. Bei der Xenia ist das ja so, wer mich schon wirklich länger verfolgt, der weiß, Xenia ist, ja, die macht das immer alles aufs Auge. Das ist das Russische, die russischen Frauen und Omas und sowas, hat nie mit einem Messbecher gearbeitet, Messlöffel, das Sonstige, auch meine Mama. Nein, sie ist 62 Jahre alt, sie kocht seit dem, ich glaube, 10., 11. Lebensjahr und backt wirklich. Also meine Mama, die könnte wirklich Restaurant eröffnen, sie kocht einfach mega, mega lecker. Und ja, ne? Und sie macht das auch immer ohne Messbecher. Mit Messbecher und neue Rezepte, wenn sie mal ausprobiert, dann ist es meistens so, dass es irgendwas dann nicht stimmt. Und vor allem, ja, es ist immer auch im Internet solche Rezepte, die ich auch selten aber mal ausprobiere, oder die Leonie zum Beispiel, wenn sie was backt. Das ist auch meistens überhaupt, also es stimmt überhaupt nicht ein. Du musst, ne, dich beim nächsten Mal so einarbeiten und gucken, klappt das nicht, wie wird, ne, so irgendwas Neues dazu tun oder weniger eben. Muss man immer gucken. Deswegen von mir gibt es keinen speziellen Rezept. Ich mache das alles aufs Auge. Ich zeige euch einfach, was alles dazu gehört, was ich da alles reinmache. Da gehört gleich noch Zucker, Salz, Mehl und Mineralwasser und Backpulver hin. So, ich stelle mal euch, glaube ich, so hin. Ein Küsschen von Anna. Ich habe hier so eine Schüssel. Dann habe ich hier so eine Weißding und ich habe hier erstmal ein bisschen Kürbis, ja,
vom Popo, sage ich mal, ein bisschen so hier abgeschnitten. Na, geteilt und ich schreibe das auf ganz feine, ja, damit ich das halt ja, hier habe. Und dann gucke ich mal, wie ich den Teig anmische. Man kann das auch mit Kartoffeln machen. Ich habe das letztes Jahr zum Beispiel mit Kartoffeln gemacht. War auch sehr, sehr lecker. Ne? Ich mache das, wie gesagt, hier drauf. Weil ich möchte das ganz, ganz fein haben. Und das ist auch, ne, das ist auch besser so, aber ich glaube, das dauert jetzt. Und ich müsste das alles im Schnelldurchlauf machen. Aber ne, damit ihr das, sag ich, so Vorstellung habt, so fein will ich das haben. Ne? Ja, da würde ich mal sagen, einmal Schnelldurchlauf. So, meine Lieben, ich habe das jetzt erstmal hier rausgeholt. So sieht das Ganze aus. So klein, fein geraspelt. Die habe ich dann ausgeleert. Ich habe hier Mehl, also ich mache Backpulver, beziehungsweise wir nehmen eine Dose. So. Schmeißen das alles mal rein. So. Pass auf, Anna. So. Ich glaube, ich muss euch ein bisschen was näher machen, ja? Moment. So. Na? Backpulver. Eine ganze Tuschreihe. Ja, das vielleicht hältst du nur. Also halbe habe ich reingemacht. Weil ich habe hier noch dieses Mehl ein bisschen. Ich habe auch noch eine Folie, die ist schon mit Backpulver hier drin. Hat mir super, super gut gefallen. Die ist echt mega gut, dieses Mehl. Moment. Ich rühre das alles um. Da gehört noch ein bisschen Salz. Teelöffel mache ich. Zwei. Also nicht ganz so volle zwei. Aber Zucker. Ja, Anna, ich weiß. Zucker durch. Ja, auch zwei. Drei. Das ist so meine Mischung. Das ist Xenias Mischung. Ne? Dann haben wir hier Mineralwasser. So. Schön umrühren. Ja, Mineralwasser. Es gibt eine schöne Masse gerade. Ja, und jetzt machen wir auch aufs Auge halten. Ne? Ich muss. Das ist, also da tut es mir wirklich so, so unendlich leid, dass ich da kein Rezept für habe. Ich habe mich auch einfach immer mal ausprobiert, welchen Teig kann ich nehmen, was würde gehen, was würde nicht gehen. Ne? Gesundheit, Mensch. Dankeschön. Bitteschön. Es muss natürlich auch Öl hier rein. Ordentlich. Vielleicht kriege ich Kommentare. Oh, dann ist es aber nur Öl hier drin. Tatsächlich nicht. Das ist dafür da, dass ich da halt. Ja, der Teig wird schön und dass ich die Form nicht eincremen muss. Jedes Mal oder einsprühen muss. Ne? Muss ja auch so. Ja, alles die Richtigkeit haben, sagen wir mal so. Na, jetzt können wir Mehl hier rein tun.
normales Mehl noch. So, und eigentlich brauche ich einen Schneebesen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, gut zu verrühren. Ich glaube, die Schüssel ist jetzt klein, aber dafür. Mal gucken. Mal gucken. Ah, Mehl kommt raus. So, aber ich mache das mal langsam. Also, ne, den Teig mache ich ja auch nicht flüssig, damit das auch gut aufgenommen wird, sage ich mal. Also damit das, ne? Hier für diesen Mini-Buntmaker passt Teig für Krebli. Wer Krebli kennt, ne, wer Russisch spricht oder so, Krebli, Aladi, also so für Pancakes und sowas, Muffins, so ein Teig. Ja, also mir gefällt die Masse gerade super gut. Ich zeige das euch gleich auch ein bisschen näher. Ich gucke nur, dass es gut ist. Und dann tue ich Kürbis hier rein machen. Durch den Kürbis rein. Ich gucke, ob ich doch noch ein bisschen Mehl rein mache. Aber nur ganz bisschen. Ja, so viel reicht. Ja, ich dachte, wenn ich schon frei habe, dann mache ich das mal. Schon so lange nicht gemacht. Ich weiß nicht, haben wir dieses Jahr, ja im Winter habe ich das gemacht, glaube ich. Ne? Man kann auch Hackfleisch oder Äpfel machen, auch Äpfel raspeln, dann kann man was Süßes machen. Also die Fantasie, wenn man Fantasie hat, ne, und fantasieren kann, dann hat das wirklich grenzenlos, ne? Kannst du machen so viel wie du willst damit. Ja, so sieht der Teig aus, ne? Es ist halt dickflüssig, ne? So, jetzt machen wir unseren Kürbis rein. Boah, ich freue mich schon auf diese Teile. So riesig. Ich liebe Kürbis. Ich liebe Kürbis. Mit dem Kürbis probiere ich jetzt erstmal das erste Mal. Ja. Aber ich habe ja schon mit Hackfleisch gemacht. Ich habe schon mit Eierzwiebelfüllung gemacht. Süße habe ich ja auch schon gemacht mit Schokolade. Und, ne? Und das klappt alles wunderbar. Und den Teig mache ich immer den gleichen. Nur halt, wenn der Teig süß sein soll, dann ist er süß, und ansonsten ja eben nicht. So. Ja, ich finde eine gute Masse. Und dann mache ich meinen Buntmaker an, mache ich jetzt mal das und danach mache ich den anderen Teig. Ne? Nee, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich musste tatsächlich mehr Mehl reinmachen, damit es fester ist. Den einen, der ist nicht gelungen, der ist zu flüssig gewesen. Jetzt ist aber der gut. Jetzt ist der gut, so wie er sein soll. Schaut mal, der ist noch heiß, wir probieren den gleich. Ne, so soll es sein, und der ist auch super, super weich. Der nächste ist hier drin, ne, der wird jetzt langsam fester. Das dauert halt ein bisschen, aber macht nichts. Wir werden warten. Geduld, Geduld wird belohnt. Meine Lieben, schaut mal, ich konnte doch nicht warten. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, der Teig ist super gut fertig, super gut durch.
Und es ist so, so lecker. Also, kann ich euch nicht beschreiben. Vollmond, sorry. Mega lecker. So, meine Lieben. Wisst ihr was? Ich konnte da nicht mehr abfilmen. Die Anna hat hier noch eins angeknabbert. Das ist eins, welches ohne nichts ist. Schaut mal. So viele Luftbläschen. Die sind so lecker. Ja, mit Kürbis ist auch nichts mehr geblieben. Ne? Die sind sehr, sehr lecker. Ich hatte hier vollen Teller. Es tut mir wirklich leid. Ich hatte es wirklich total vergessen. Vor lauter, lauter. Habe ich vergessen. Ja, das Endergebnis. Ja, auf jeden Fall, alle sind weg. Die räume ich dann auch gleich in den Kühlschrank. Und dann ist Feierabend für heute. Wir räumen auch gerade in der Küche auf. Hier ist noch ein bisschen Reste von der Suppe. Ja. So, ich bin auch ganz, ganz geschafft. Aber ich sehe dennoch, glaube ich, ganz gut aus. Ja, freue mich. Morgen geht es ab zur Arbeit und so weiter. Genau. Meine Nägelchen. Ja, da werde ich spontan gucken. Vielleicht mache ich die jetzt. Vielleicht mache ich die Tage einfach. Genau. Mache meine Brille sauber. Bereite ich für morgen. Die Uhr ist schon aufgeladen. Jo. Ne? Ansonsten, es hat immer noch geregnet. Es hat geregnet, geregnet heute tatsächlich den ganzen Tag. Ja, mein Mann ist jetzt arbeiten und er hat dann frei. Da freue ich mich total. Ja, und wir haben dann auch noch eine Sache, aber die darf erstmal wirklich ganz, ganz geheim bleiben. Das dürfen wir noch nicht verraten und das kann ich noch nicht verraten, aber bald, 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 bald. Ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe, Gesundheit. Wie ich immer in jedem Video sage, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit für uns alle. Ja, liebe Menschen um dich herum. Positive und gute Laune. Und ja, hoffe, das Video hat dir gefallen. So mit mir so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen die Idee. Vielleicht hast du auch so einen Buntmaker oder so in der Art sowas. Ja, kann man dann auch machen. Ne? Ich habe auch, meine Tante hat das in einer Waffelform gemacht. Ich habe das noch nicht in einer Waffelform ausprobiert, deswegen müsst ihr mal vielleicht euch durchprobieren. Wie gesagt, ich kann euch kein genaues Rezept geben. Die Angaben, stell das da, dort, die Angaben vom Rezept, stell das dahin. Sorry, die Angaben vom Rezept. Habe ich ja im Prinzip genannt, so mein Handeln, was ich gemacht habe. Ne? Aber wie gesagt, ihr könnt auch in YouTube einfach Buntmaker-Rezepte eingeben oder Internet. Das habe ich ja auch damals so gemacht. Kunterbunt, unendlich. Ganz, ganz viele Rezepte. Also ganz viel Spaß euch. Vielleicht war das, wie gesagt, eine Idee, so was man mal essen kann. Wie gesagt, ihr könnt da euch fantasiefreien Lauf nehmen und das war voll hier, wirklich. Ja, habe jetzt leider nicht abgefilmt. Drei? Ja, und Papa hat vier, fünf gegessen. Nikita, ich habe drei gegessen. Ja, auf jeden Fall was einiges, ne? So, jetzt aber piep, 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 aber ich lieb und dann bis morgen, bis im neuen Video. Deine Xenia, tschüss.